Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von GTA 4. Ja, Nico ist noch als Albaner verkleidet hier mit einer Motorradjacke. So sieht zumindest auch. So sieht zumindest aus. Hier haben wir das Motorrad und wir sind gerade dabei, uns hier mit Francis nochmal zu treffen. Der scheint noch eine Mission für uns zu haben. Wir wollen die McCreary-Brüder erstmal abarbeiten. Und ja, mal sehen. Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! Alright, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, wait. Look, you gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a God and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You call. I don't care. You bastard. Okay. Now, the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Ja, Francis kämpft wirklich mit allen Mitteln, um uns das irgendwie schmackhaft zu machen. So, besorgt die Munition für dein Präzisionsgewehr aus dem Auto. Ja, die haben wir eigentlich schon voll, die Munition, aber können wir natürlich auch nochmal machen. Fahren wir erstmal zu dem Auto. Und ja, hoffentlich ist das jetzt die letzte Mission, die wir für Francis hier erledigen müssen. War ein bisschen ungehalten, weil er uns scheinbar die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Dass wir beim letzten Job wirklich nur den Boss gekillt haben. Und nicht alle anderen auch noch. Aber seine Anweisung war ganz klar, töte nur diesen Boss. Und das haben wir ja erfolgreich mit dem Scharfschützengewehr damals schon erledigt. Ja Leute, es kann nur besser werden. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Wir haben uns auch gerade hochgehalten in der letzten Folge mit der Gesundheit und der Weste wieder, dass wir auf 100% kommen und immer gut vorbereitet sind. Da wollen wir das nicht riskieren, durch einen Sturz jetzt an Gesundheit einzubüßen. Manchmal lässt sich das auch nicht vermeiden. Da vorne ist es, das Auto. Ja, fahren wir mal mit dem Auto hin. Das ist vielleicht ein bisschen sicherer. Und direkt schon Unfall. Vielleicht sollten wir auch mal wieder was mit Roman unternehmen. Dem haben wir auch schon lange nichts mehr gemacht. Oder mit Dwayne auf jeden Fall. Da haben wir unser Freundschaftslevel ja noch gar nicht oben. Das macht vielleicht erst Sinn, sich mit dem erstmal zu treffen. Das können wir vielleicht hier nach der Mission mal machen. Die scheint ja auch uns da in die Richtung zu führen, wo Dwayne wohnt. Und dann können wir gleich zwei Fliegen wieder mit einer Klappe schlagen.
Na, wer weiß, ob wir gleich wieder flüchten müssen vor der Polizei oder sowas. So, Leute, da sind wir. I found the place. Okay, the mopes hold up in his apartment. It's on the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Okay, wir gehen hier mal aufs Dach. Packen erstmal unsere Waffe vielleicht noch weg. Hey, tough guy. Ja, ja. Lass mich durch. So, wir sollen ihn von dem Dach aus erschießen. Hier kommen wir ja nicht rein, ne? Nee. So, da sind wir auch schon auf dem Dach. Dann wollen wir mal schauen, ob wir da in seine Wohnung spähen können. Gruselig, stellt euch mal vor, wir gucken aus dem Fenster und da steht einer mit einer Waffe und zielt auf uns. Ja, Leute, dreimal dürft ihr raten, wie wir ihn da jetzt hinbekommen. 545-555-0122. Können wir denn hier unten wählen? Ah ja, okay. So, wie war das noch? So, 545-0122. So kann man nämlich auch die Nummern anrufen. So, dann holen wir ihn mal ins Telefon. Shaniqua, baby. Look, girl. So, das war's schon, Leute. Muss ja erstmal gucken, wie man die Ziffer nochmal wählt. Ja, Leute, wir sind so ein richtiger eiskalter Killer geworden hier, so ein Hitman. Auftragskiller für alle möglichen Leute. So, das sind $5000, die wir verdient haben. I dealt with him. You did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that there are better paths. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything other than business. There's nothing wrong with admitting that you've done some good. The community thanks you. 1% better. If 100 people manage that, it'd be 100%. Ja. So, Leute, wir müssen uns mal ein Auto krallen, wo vielleicht nicht gerade die Polizei da ist. Vielleicht stellen wir uns hier mal kurz vor. Warten, dass das Polizeiauto verschwindet und dann unternehmen wir noch mal was mit Dwayne. Ja, vielleicht reicht das schon, der Abstand hier. Ja, das reicht. Oh. Schnell weg. Gehen wir vielleicht mal was trinken mit ihm. Dwayne, you wanna go for a drink? For real, I need me some cardiac right now. Come get me from my crib. I'm on my way over. Okay. Dann holen wir den Guten mal ab und dann gehen wir mal gepflegt was trinken, damit er nicht immer so einsam ist. Steig ein, Kollege. Ja, jetzt laufen wir auch nicht mehr in den Anzug rum jetzt. Wirkt das nicht alles so befremdlich? Let's go, man. Ja, Moment.
Ich würde sagen, wir gehen hier mal in diesen Club. I never wanted to be no drug dealer. No? No. I wanted to be... Shit, this will make you laugh. You know what I wanted to be? No. I wanted to be a cop. Really? Why didn't you become one? Now, this is 20 years ago. They didn't encourage black policemen back then. I guess not. Nah. I couldn't read so good anyway. But I could add up and I could scare people. So I started slinging dope. The money was insane. Crack took off and it went crazy. I had apartments full of money. Whole apartments stuffed with banknotes. You're joking, right? Nah. Never made me happy, though. Made me fucking miserable. Paranoid, angry. I wasn't even smoking the shit, but I was good at it. The best. Sort of fun and sort of like living in hell. Seeing your old schoolmates turn into zombies and knowing they was gonna be your best customers. Man, what a fucking life. Ja, das ist die Kehrseite der Medaille in solchen Berufen, wenn man das Beruf überhaupt nennen kann. So Leute, wir gehen mal ein bisschen abzappeln. We gonna get our drink on in this mother. I love this shit. That was a fucking good time, man. For real. Thanks. Ja. Wir fahren den kurzen Weg mal. I can barely walk or think, let alone drive. Sollte man natürlich nicht, Leute. Kann ich immer nur wieder betonen. I'm pretty drunk, man. Me too. Once, I got drunk and shot somebody. You know that? I never told nobody that. Cool. Very good. I'm a maniac, man. Just like you. Great. That's why we friends. We both mad. Sure. I love you, man. You my best friend. My best friend. Okay, great. Now please, let me drive. Ja, das spricht vermutlich ein bisschen der Alkohol aus Drain. Aber er freut uns natürlich, dass er so denkt. Later, man. Good to hang with you. Bis dahin. So, unsere Beziehung zu Dwayne hat sich wieder ein bisschen verbessert. Und vermutlich haben wir jetzt auch ja, die Spezialfähigkeit von ihm freigeschaltet. Mal sehen, ob er uns nochmal anruft oder eine Nachricht schickt. Bin ich mal gespannt. Ansonsten müssen wir mal gucken, um was wir uns jetzt kümmern als nächstes. Hier haben wir Ray Buccino, das ist der Kollege von der italienischen Mafia. Und hier haben wir noch United Liberty Papers, also die Regierung. Ja, schauen wir mal, was die nochmal von uns wollen. Und ansonsten haben wir einen der McCreary-Brüder noch, aber der sitzt schon auf der dritten Insel. Und ja, ich will gucken, dass wir hier die Regierungsjobs nochmal zu Ende bringen und uns dann um McCreary kümmern. Bevor wir uns mit der Mafia einlassen. Ja, Energie ist voll. Schussiere West ist auch komplett. Also da brauchen wir nicht nochmal nachsteuern. So, Motorhaube mal zumachen. Sieht immer ein bisschen doof aus, mit freiem Motor hier zu fahren. Ah, schaut mal Dwayne ruft an. Dwayne, that means a lot to me. I will. Thank you. Doch, Dwayne hält jetzt viel von dir und ist bereit, dir Gefallen zu tun. Du kannst Dwayne anrufen und um Hilfe bitten. Er schickt dir dann ein paar Schläger vorbei. Also, dadurch kriegen wir jetzt ein bisschen Manpower, wenn wir wirklich mal in Schwierigkeiten stecken sollten. Dann können wir Dwayne anrufen und er schickt uns dann ein bisschen Feuerkraft vorbei. Auch ganz nett, aber ich glaube nicht, dass wir das mal in Anspruch nehmen. Denn normalerweise kommen wir da ganz gut selber mit zurecht. Aber gut, Leute, schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Come in. You're late. And please calm down out there. Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True. But the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me?
Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this, empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever, it doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her her life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Ja, mal schauen, was wir dann im Endeffekt bekommen. Für vielleicht bekommen wir ja unsere Freiheit zurück. Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt. So, hol dir ein Fahrzeug und begib dich zum Civilization Plaza. Aber natürlich. So, er ruft uns nochmal an. Dilly there. You're about to see a chopper taking off from Civilization Plus. We need to get hold of it. Follow it. Wait until it touches down. Then, when the passengers are out, get in and fly to the airport in Dukes. Okay, then. Okay, das erste Mal werden wir also einen Helikopter fliegen hier in GTA 4. Da muss ich erst nochmal gucken, wie sich die Steuerung verhält. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Wird schon gut gehen. So, da ist der Helikopter und den sollen wir erstmal verfolgen bis zu seinem Zielort. Okay, auf jeden Fall erstmal den Fluss lang hier. Aufpassen, dass wir nicht zu viele Unfälle machen, sonst werden wir langsamer. Okay, vielleicht hätten wir hier schon mal abgemusst. Obwohl, geht auf jeden Fall hier weiter geradeaus. Nee, ich glaube, wir sind ganz gut hier. Oh, ich glaube, da hätten wir vielleicht unten durchgemusst. Nee, doch nicht. Hier ist ganz gut. Verschwinde. Okay, da ist er. Er fliegt hier wirklich einmal quer durch New York. Aber auch sehr tief, muss ich sagen. Er wird tiefer. Vermutlich landet er hier gleich irgendwo. Und das sieht nur so aus. Okay, jetzt hält er an. Okay, da seht ihr schon die Wachen. Gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, dass wir den Helikopter hier kapern. Also, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.